Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen. Superview. Nicht mit Flixtrail, sondern mit einem ICE. Und zwar geht's nach Hamburg von Halle aus. Oh ja, viel Spaß. Langtag in Halle und Leipzig geht es wieder für mich nach Hamburg. Ja, unser Zug steht ja auch schon dran, 15 Minuten Verspätung und ohne Bordrestaurant. Naja, okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Und dann kommt auch unser ICE mit Neigetechnik und wir steigen dann mal ein. Der zweite Wagen ist despawned und deshalb kriege ich keinen Sitzplatz jetzt auf dem Boden und in der Zwischenzeit mal wieder rein. Sushi Review. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Probieren wir mal die erste Rolle, die mir nicht von diesem komischen Stäbchen hier fällt. Mit Lachs-Sushi und Reis. Und ja, schmeckt sehr geil. Dann die zweite Rolle, die ist mit Gurke und Reis. Und ja, die schmeckt auch sehr geil. Es gab übrigens keine Stäbchen mehr, deshalb esse ich mit diesem Spieß. Jetzt dieses komische Zeugs hier. Ich habe keine Ahnung, was es ist, weil das ist das erste Mal, dass ich ordentliches Sushi esse. Probieren wir mal. Dann haben wir dieses komische große Ding hier mit Lachs und Reis. Sehr geil, kann ich nur empfehlen. Und ja, insgesamt 5 von 5 und weiter geht's. So, kurz vor Berlin sind wir gerade und da habe ich dann auch einen Sitzplatz bekommen. Ja, einfach sehr gut. Es gibt auch so Beinstützen, die es sonst eigentlich nur in der ersten Klasse gibt. Ja, Sitz lässt sich irgendwie nicht verstellen, ist irgendwie kaputt. Aber ansonsten sehr gut. Guck mal, das ist der nächste Halt, unser Zug ist jetzt der Mini los. Berlin Hauptbahnhof, 30:40. Der nächste Halt, Berlin Hauptbahnhof. Hier wird jetzt angeschlossen, dann mache ich das in Richtung Dessau. Über Schulung unter Garten. Charlottenburg und Wannsee, die Abfahrt 18:30 Uhr, Gleis 13. Ja, irgendwie geht's hier gerade nicht weiter. Signalstörung. Wir haben hier gerade irgendeine technische Störung. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Hoffentlich komme ich überhaupt heute noch an. Fast eine Stunde Verspätung. Die schlimmste ICE-Fahrt, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ja, dann geht's aber irgendwie auch mal weiter. Wasser konnte man sich gratis vom Bordbistro holen. Und dann kommen wir auch zum Toilettenreview nochmal kurz vor Schluss. Ja, ist sehr sauber, viele Spiegel. Und so ein Adi-Schmier-Dings. Ja, kommen wir dann mal zum Rating. Komforttechnisch fand ich den Zug eigentlich ziemlich gut. Vor allem die Fußstütze, die es sonst eigentlich nur in der ersten Klasse gibt. Sitz konnte ich leider aus irgendeinem Grund nicht verstellen, daher nur eine 4 von 5. Zug war sehr sauber, daher gibt es in Punkt Sauberkeit eine 5 von 5. Tickets gibt es für ab etwa 17,90 €. Ist ein guter Preis, aber könnte besser sein. Daher eine 4 von 5. Zum Service, naja, wir hatten jetzt eine
Störung an Bord, also kein Bordrestaurant aus irgendeinem Grund. Nur eine Toilette war offen. Der eine Wagen ist irgendwie einfach nicht da. Und eine Stunde Verspätung, aber Wasser wurde ausgeteilt. Daher würde ich sagen, eine 2 von 5. Insgesamt eine 3,75 von 5. Jetzt verabschiede ich mich dann auch. Insgesamt hatten wir am Ende eine Verspätung von 75 Minuten etwa. Ja. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bis gerne, like, da und tschüss, bis zum nächsten Mal.